Hier ist wieder Thomas Neumann und wir kochen heute eine gebratene Hähnchenbrust auf Geflügelleber und Portweinsoße an Reis. Als erstes nehmen wir dazu eine Hähnchenbrust, die hat ca. 160 Gramm. Die nehmen wir mit rüber an den Herd, das Öl dazu und setzen uns die Pfanne mit Öl auf und erhitzen das Öl. Wenn das Öl heiß ist, geben wir unsere ungewürzte Hähnchenbrust dazu. Das würzen machen wir später, wenn es angebraten ist. Denn das Salz zieht immer etwas Wasser raus. Und dann kann es unter Umständen passieren, dass die Hähnchenbrust zu trocken wird. Das Öl lassen wir am Platz. Wir setzen uns eine zweite Pfanne auf mit Öl. Für die Geflügelleber. Auch wieder schön heiß werden lassen. So, für das Ragout brauchen wir unsere Hähnchenleber. Die wird gleich ordentlich angebraten und auch später gewürzt. Die Leber neigt auch dazu, schnell trocken zu werden. Kann ruhig von allen Seiten angebraten werden, bevor wir dann unsere Zwiebeln und Champignons dazugeben. In der Zwischenzeit wenden wir mal unsere Hähnchenbrust. Sieht schon sehr gut aus. Und würzen die mit unserem Salz-Pfeffer-Gemisch von dieser Seite schon mal. Und beim nächsten Wenden würzen wir dann einfach die andere Seite. Die Leber können wir schon etwas würzen mit Salz-Pfeffer. Ein wenig Paprika, es gibt eine schöne Farbe. Alles vorschwenken. Und dann bereiten wir uns in der Zwischenzeit unsere Champignons vor. Dazu nehmen wir ganz normal handelsübliche weiße Champignons. Die schneiden wir alle so in kleine Scheiben. Das kann man nach Bedarf variieren, die Menge. Der eine mag mehr, der andere weniger. Ich denke, für unser Gericht reicht das erstmal. Unsere Zwiebel brauchen wir auch in Streifen. Fertig. Die Leber schwenken wir nochmal durch. Da können wir jetzt die Champignons und die Zwiebeln dazugeben. Und es wird wieder alles schön durchgeschwenkt und etwas angebraten, bevor wir es dann später mit dem Portwein ablöschen. Noch etwas Salz und Pfeffer. Und dasselbe für die Hähnchenbrust. Wir wenden die nochmal. Das sieht sehr gut aus. Von beiden Seiten würzen, nicht vergessen. So, die Hähnchenbrust ist gut, das merkt man an der Festigkeit. Und unsere Leber können wir dann auch schon ablöschen. Mit Portwein, ganz normal handelsüblich, Marke egal. Noch etwas Paprika. Und das lassen wir jetzt noch ein paar Minütchen einkochen. Und bereiten uns in der Zwischenzeit den Reis vor. Jetzt nehmen wir ein kleines Kasserole und etwas Butter und bringen die zum Schmelzen. Und da fügen wir unsere gehackten Zwiebeln dazu, etwas Lauchzwiebeln für die Farbe. Die schwitzen wir glasig und geben da unseren Reis dazu. Der Reis ist schon vorgekocht, kriegt der Reis eine schöne glasige Färbung durch die Butter. Und der ist auch schon fertig. So, dann schauen wir nach unserer Leber. Die kann noch etwas kochen. Die Soße etwas einreduzieren, dass sie von der Konsistenz her einfach ein bisschen dicker wird. Wir kommen dann schon zum Anrichten. Nehmen wir uns unsere hervorragende Hähnchenbrust. Die tranchieren wir noch auf. Zwiebeln nicht vergessen und unser Reis, den füllen wir uns in ein kleines Schälchen und für den etwas
stürzen können. Den Reis etwas andrücken, dann sollte das Stürzen gelingen. Wir probieren es. Ja, als Deko habe ich heute etwas Lollo Rosso, ein paar ziselierte Möhren, Paprikaspitzen. Sieht das Ganze nett aus. Und mit dem restlichen Paprika dekorieren wir noch den Tellerrand. So, die entstandene Portweinsauce geben wir dann nochmal hier über die Leber. Es ist geschmacklich sehr gut. Macht die ganze Sache auch nicht zu trocken. Ein bisschen nappieren. Und fertig ist unsere Hähnchenbrust auf Geflügelleber, Portwein, Champignon, Ragout. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.